Ah, ich habe mir gerade so übelst das Knie an der Tischkante gestoßen. Ich werde jetzt überhaupt gar keinen klaren Gedanken fassen können, aber die News gibt's natürlich trotzdem. Was ist eigentlich im Moment so bei Capcom in der Mache? Klar, wir wissen, Resident Evil kommt in diversen Neuauflagen, aber wie wär's denn mal mit einem ganz neuen Teil der Serie? Das hat sich offensichtlich auch ein japanisches Magazin gefragt, denn die hatten den Producer Masachika Kawata zum Interview und haben ihn einfach mal auf einen möglichen siebten Teil angesprochen. Da hat er eine sehr interessante Antwort gegeben. Er hat nämlich gesagt, wir können zum jetzigen Zeitpunkt nicht drüber sprechen, aber bitte stay tuned. Nein, klingt für mich anders. Das allerdings gab es zu zwei anderen Serien, denn das Magazin hat auch gefragt, wie es denn sonst so aussieht, zum Beispiel mit einem neuen Devil May Cry oder auch einem echten Nachfolger zu Dragon's Dogma. Und da hat er gesagt, ich persönlich würde das auch gern machen, aber im Moment gibt es dazu keine Pläne. Also, wir fassen zusammen, kein DMC, kein Dragon's Dogma, aber keine Absage zu Resident Evil. Könnte also sehr gut sein, dass das bereits in der Mache ist. Well, we're about to watch some Umbrella Corps gameplay here. We have the Bravo and Alpha team getting suited up for battle. Ein anderer Resident Evil Titel, der ja bereits angekündigt ist, wurde jetzt mit einem Gameplay-Video mal genau gezeigt. Die Rede ist von Umbrella Corps. Das ist ja kein Horrorspiel, wie ihr seht, sondern ein Shooter und gezeigt wurde der One-Life-Match-Modus. Das heißt, jeder hat nur ein Leben, es spielen 3 gegen 3 Spieler und diverse Zombies kriechen auch noch über die Map. Da man eben kein Extra-Leben hat, dauern die Matches auch nicht lange. Die maximale Länge liegt bei 3 Minuten und das sieht doch für Leute, die sowas mögen, gar nicht mal so unspannend aus. Erscheinen soll Resident Evil Umbrella Corps zum kleinen Preis für ungefähr 30 Euro Anfang 2016 für PlayStation 4 und irgendwann später soll dann auch noch eine PC-Fassung folgen. He's pulling out his. No, he's going to his trusty beret. Denied! You are dead! That's crazy! That's what they talk about when they talk about competitive shooters, Matt. Prügelfans dürfen sich vom 22. bis 25. Oktober in der zweiten Beta-Phase zu Street Fighter 5 austoben. Dabei wird an dem 24. und 25. Oktober dann auch getestet, wie das Crossplay funktioniert zwischen PC-Spielern und PlayStation 4-Spielern. Das wird dann ja erstmals möglich sein. Dabei sind natürlich eine ganze Reihe neue Charaktere. Es gibt Ranked Matchmaking, kombinierte Leaderboards, Spielersuche und die Möglichkeit, mit dem verdienten Fight Money Sachen freizuschalten. Wer bereits an der ersten Beta-Phase teilgenommen hat, der wird automatisch auch in der zweiten quasi eingeladen sein. Wer das nicht war, der kann sich trotzdem nochmal versuchen zu registrieren und zu bewerben und zwar einfach auf der Website streetfighter.com/beta und dann funktioniert das hoffentlich auch besser, denn die erste Beta-Phase, die hatte ja ganz schön mit Problemen zu kämpfen. Hadouken! Hadouken! Ubisoft hat Far Cry Primal angekündigt, aber bevor es soweit gekommen ist, gab es dann noch so ein kleines Hin und Her, denn am Montag kam Ubisoft erstmal mit so einem Teaser um die Ecke, der hat dann so eine Höhlenmalerei gezeigt und alle so, was könnte das sein? Und dann kam IGN Türkei daher und macht so BÄM und haut auf Twitter einfach mal den Leak raus, also den Spielenamen getwittert und natürlich auch einen Link zum Vorabartikel. Das wurde dann natürlich rucki-zucki wieder gelöscht, aber viel zu spät, die Katze war aus dem Sack und so war Ubisoft am Dienstag quasi gezwungen, das Ganze offiziell anzukündigen, natürlich auch mit einem Trailer und noch mit einem Making-of-Video, was diverse Infos mit sich bringt. Es wird dann also Mammut, Säbelzahntiger und andere Menschen als Gegner geben. Wir befinden uns in der Mittelsteinzeit, also keine Dinos für alle, die sich darauf gefreut haben, ja? Dinos sind auch in der Steinzeit schon seit 60 Millionen Jahren ausgestorben und hört euch ganz kurz an, was es alles geben wird. Poros, c'est un monde sauvage et primitif. C'est une corne d'abondance. C'était un ancien glacier qui s'est retiré à la fin de l'ère glaciaire et qui est devenu une vallée très très fertile avec des écosystèmes très différents où énormément d'animaux sont retrouvés, notamment des grands prédateurs et des grands herbivores. It was the time of the megafauna. Everyone was competing for food and man was definitely not at the top of the food chain. Jo, klingt für mich sehr interessant, vor allem auch, weil es ja um die Steinzeit geht. Das ist ja mal etwas, was man nicht so häufig in Actionspielen und Ego-Shootern hat und auch das Waffensystem könnte interessant sein. À cette époque,
L'homme était déjà extrêmement avancé, savait déjà utiliser la taille de la pierre de 150 façons différentes. Donc on a énormément de variations de type de lance, on a énormément de variations de type d'arc, faites avec, comme à l'époque, des pierres, des ligaments, des bouts d'os. Le principe, c'est qu'on n'achète pas ses armes, on les fabrique. Au début, il va devoir vraiment ramasser du bois, des pierres, commencer à se fabriquer ses premières armes, etc. Petit à petit, obtenir plus de ressources pour fabriquer des armes de plus en plus fortes. Relativ Far Cry untypisch wird dabei, dass es nur einen Singleplayer-Modus enthält, also keine Multiplayer-Partien in diesem Teil. Erscheinen soll es bereits am 23. Februar für PlayStation 4 und Xbox One. Die PC-Version folgt dann im März. Microsoft kommt einem Wunsch von vielen, vielen Fans entgegen, denn die Halo 5 Limited Collectors Edition, die immerhin satte 250€ kostet, kam bisher nicht mit einer physischen Kopie des Spiels daher, sondern nur mit einem Download-Code. Jetzt haben viele Leute gesagt, ah, wenn ich schon so viel Geld als Fan dafür bezahle, dann möchte ich bitte auch eine echte Disc haben. Und genau das wird jetzt gemacht. Das heißt, wenn ihr die Limited Collectors Edition schon vorbestellt habt, dann müsst ihr folgende Schritte machen. Ihr müsst auf die Support-Seite von Xbox gehen und dort den Chat mit einem Mitarbeiter auswählen. Der wird dann bestimmte Daten von euch abfragen, nämlich einmal den Xbox Gamertag, eure E-Mail-Adresse, den 25-stelligen Code zum Spiel, den ihr ja habt, und die Adresse für den Versand. Und dann solltet ihr das Spiel innerhalb von 3 bis 5 Werktagen erhalten. Wichtig ist dabei, wirklich ganz wichtig, dass ihr den Code, den ihr habt, vorher nicht einlöst, weil dann habt ihr ihn quasi entwertet und könnt ihn nicht mehr gegen eine Disc eintauschen. Was man so ein bisschen damit aufgibt, ist die Möglichkeit, das Spiel halt pre-zu-loaden, also schon vor Launch quasi runterzuladen, und auch den Day-One-Patch, den könnt ihr damit nicht vorladen. Aber ja, könnt ihr euch jetzt selbst überlegen, ob ihr das machen wollt. Die Möglichkeit habt ihr aber nicht unendlich, sondern nur vom 20. Oktober bis zum 1. November. Das ist also das Fenster, in dem ihr quasi diese Umtauschaktionen machen könnt. Und ja, dazu gab es dann auch noch für alle Halo-Fans einen neuen Live-Action-Trailer. Es ist tatsächlich schon der Launch-Trailer, denn bis zum Release sind es ja nur noch einige wenige Tage. The official story is the Master Chief is dead. You, Spartan Locke, are the unofficial story. Your mission is go. Let's hunt him down. Kommen wir zu den Ex-Halo-Entwicklern von Bungie, denn die führen nächste Woche bei Destiny Mikrotransaktionen ein. Und zwar wird man ab Dienstag in einen neuen Shop gehen können und damit einer neuen Währung namens Silver, die man vorher für Echtgeld erworben hat, sogenannte Emotes kaufen können. Also diese total optionalen Bewegungen zum Beispiel, die ein Charakter hat. Sind also rein kosmetische Inhalte, nichts, was einen spielerisch in dem Sinne weiterbringt. Aber damit könnten sie tatsächlich vorhaben, das komplette Download-Content-System umzustellen. Das ist zum Beispiel etwas, was sie eigentlich sonst ganz gut informierte Website Kotaku auch gesagt hat, dass es eben künftig anscheinend nicht mehr so große Download-Pakete zu Destiny geben wird, sondern immer mal wieder neue Missionen, immer mal wieder neue Inhalte eben gestückelt, die dann aber kostenlos sind. Und das, was an Geld durch die Mikrotransaktionen reinfließt, das soll eben in die Arbeit für die Entwicklung solcher DLCs fließen. Das heißt, die Leute, die bereit sind, für kosmetische Inhalte echtes Geld auszugeben, die finanzieren quasi, dass Bungie weiter an Inhalten für Destiny arbeitet. Es wurde noch nicht offiziell bestätigt, dass das tatsächlich so umgestellt wird, diese DLC-Plane, aber ich finde, das klingt sehr plausibel und eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil die Leute, die das Geld ausgeben wollen, die geben es ja freiwillig aus und alle anderen kriegen kostenlose Inhalte. Finde ich gar nicht so schlecht. Kotaku sagt übrigens auch, dass das Ganze dann quasi bis Herbst 2016 so gehen soll und dann im Herbst 2016 soll Destiny 2 schon kommen. Juppidu, das waren denn nun schon die News und ihr könnt natürlich direkt weiterklicken, husch husch in die nächsten Videos. Zum Beispiel habe ich diese Woche Lego Dimensions gezockt. Zurück in die Zukunft ist das Levelpack, was ich ausgepackt habe und zusammengebaut habe und für euch gezockt habe. Und da könnt ihr euch gerne das Ganze mal reinziehen. Ich finde es ziemlich cool. Ich muss sagen, ich war eher skeptisch, weil ich dachte, oh, ist more of the same, was ein Lego-Spiel angeht. Aber es macht schon echt Bock mit den Figuren. Also guckt es euch mal an und ansonsten würde ich mich natürlich immens freuen, wenn ihr uns A, einen Daumen hoch gebt, B, uns weiterempfehlt und C, ein Abo setzt, falls ihr das noch nicht gemacht habt. In diesem Sinne, schönes Wochenende miteinander. Tschüss.